Hallöchen meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Über die vergangenen Wochen und Monate war ja immer wieder die Rede von Subtick, Tickrate und warum das eine besser ist als das andere und CS2 und CSGO im Vergleich und pipapo. Und nach wie vor ist die Frage bei vielen offen, was bedeutet das überhaupt? Tickrate wissen die meisten, was ist der Unterschied zwischen Tickrate und dem neuen Subtick-System von CS2 und was haben wir davon überhaupt? Und natürlich kommt bei der ganzen Sache auch die berechtigte Frage auf, ist Subtick besser als 128 Tick? Wie ist es? Gucken wir rein. Um an das Thema richtig rangehen zu können, müssen wir zuerst klären, was eine Tickrate ist. Die Tickrate ist die Rate, in der der Server und der Klient die Daten austauschen. Es gibt einmal den Game State, also das, was auf dem Server des Spiels aktuell stattfindet. Und dieser Game State wird immer wieder an die Klienten, also die Spieler, weitergeleitet, damit die eben halt auch immer wieder neue Bilder haben und wissen, was abgeht, wo stehen die anderen Gegner, wo befinde ich mich in der Map und so weiter und so fort. Und dieser Abgleich bzw. dieses Update findet auf einem 64-Tick-Server 64 Mal in der Sekunde statt, also ungefähr alle 16 Millisekunden ein neuer Tick. Und auf einem 128-Tick-Server findet das Ganze dann doppelt so schnell statt, und zwar eben alle ungefähr 8 Millisekunden. 64 Tick war lange Zeit und ist auch eigentlich nach wie vor Standard, weil es im Normalfall reicht, um ein Spiel vernünftig spielen zu können. Bei CSGO gab es aber die Problematik, dass durch die 64 Ticks manchmal Schüsse verloren gegangen sind. Da kam es darauf an, wann man den Schuss abgibt. Am Ende von einem Tick-Intervall oder am Anfang oder in der Mitte. Und wenn es genau am Ende war, konnte es passieren, dass der Schuss, der eigentlich drauf war, mit dem man eigentlich den Kill gemacht hätte, nicht an den Server weitergereicht wurde, weil der Tick erst danach kam, dann kommt das Update und der Schuss war praktisch zwischen diesen Ticks und ist einfach im Nichts verschwunden. Bei der ganzen Sache geht es aber, wie eben schon angesprochen, um ein paar Millisekunden. Wenn man 1, 2, 3 Millisekunden früher geschossen hätte, dann wäre der Shot wohl noch durchgegangen und wäre auch vor allem instant reingegangen, denn man ist ja in dem Fall am Ende von einem Tick, dann kommt direkt der nächste, dann kommt das Update, bap, und dann trifft man. Das sind übrigens diese typischen Shots in CSGO gewesen, die sich extrem sweet angefühlt haben, weil du klickst und er ist sofort weg. Im schlimmsten Fall hast du gerade am Anfang eines neuen Ticks geschossen und musstest dann ungefähr 16 Millisekunden warten, 15,6 oder 15,8 sind es, glaube ich, genau, bis dann der Kill kam. Das hat sich dann schon so ganz leicht off angefühlt, aber auch wirklich nur ganz leicht, denn die paar Millisekunden, die spüren wir kaum. Wenn man aber tausende von Stunden reingehängt hat, dann kennt man den Unterschied eben, also man spürt ihn natürlich anhand dieser Kills zum Beispiel. Übrigens werde ich ab hier mitunter auch einfach Abtastrate zur Tickrate sagen. Man dachte sich also, wenn wir die Abtastrate erhöhen, und zwar verdoppeln, dann gehen diese Shots ja nicht mehr so leicht verloren, weil wir die Intervalle zwischen diesen Ticks noch kleiner machen. Also sollten solche Schüsse noch besser registriert werden. Das hat vor allem bei diesen Schüssen, die auf 64 Tick verloren gehen können, natürlich gut funktioniert. Da das aber nur ein winziger Teil von den Schüssen überhaupt ist, oder vielmehr von den möglichen Treffern, und man bedenkt, dass man bei 128 Tick einfach das Doppelte an Rechenkraft, an Leistung reinbringen muss, ist das natürlich nicht der Optimalweg, es einfach nach oben zu schrauben. Man könnte dann in dem Fall auch sagen, wir verdoppeln noch weiter, um noch mehr abtasten zu können. Zu der Performance-Geschichte komme ich dann gleich nochmal zurück. Was aber hier in dem Fall auch noch wichtig ist, ist, dass es dann auch zwischen 64 Tick und 128 Tick Anomalien gab, wie zum Beispiel, viele kennen es ja von euch, dass manche Smokes, also vor allem Jump-Throw-Smokes, nicht mehr richtig funktioniert haben. Da ging es einfach um die Geschwindigkeitsberechnung. Zur Veranschaulichung einiger Sachlagen werde ich übrigens Content von anderen YouTubern benutzen, die sind natürlich alle in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank an die Kollegen. Mua! Kommen wir zu der Anomalie Jump Throw. Wenn man einen Jump Throw macht, dann springt man und man hat eine gewisse Geschwindigkeit drauf, bis man eben oben am höchsten Punkt ankommt. Da bleibt man stehen und sackt dann wieder ab. Und der Jump Throw muss ja an einem gewissen Punkt geworfen werden. Und so ein Sprung geht ja an sich ziemlich schnell. Und ich habe es vorhin ja schon erwähnt bei den Schüssen. Wenn ihr was in einem Tick macht, also praktisch einen Wurf mitten im Sprung macht, dann kann ein 64-Tick-Server das übersehen, rechnet es erst beim nächsten Tick mit an, da seid ihr aber schon langsamer oder schneller in eine andere Richtung, also nach unten hin, je nachdem wie ihr geworfen habt, und dann kommt die Smoke halt nicht mehr an. Wohingegen ein 128-Tick-Server das Doppelte abgreift und eben auch dann wiederum diese kleinen Nuancen, diese Veränderung in der Geschwindigkeit besser sieht und du dann eben viel, viel einfacher oder besser genau diesen Punkt triffst und der Server rafft es auch, dass du ihn getroffen hast, an dem der Jump-Throw perfekt funktioniert. Diese verlorenen Schüsse und die merkwürdige Utility-Geschichte, das waren so die Hauptanomalien, die du zwischen 64 und 128 Tick hast. Da geht es natürlich auch noch um Movement und Bunnyhops und sowas, können davon auch betroffen sein. Aber das sind eben so die großen Unterschiede zwischen 64 und 128 Tick, die man mitunter auch spüren kann.
An dieser Stelle könnte man sich dann fragen, warum Valve nicht einfach schon immer 128 Tick-Server genutzt hat. Denn externe Seiten wie Faceit, eSportal und Co. werben ja sogar, oder im Speziellen sogar damit, dass sie 128 Tick-Server haben und dass das einer der großen Vorteile ist, weswegen man dann eben zu ihnen kommen sollte. Für die Volvos ist es natürlich wichtig, dass ihr Spiel Counter-Strike grundsätzlich bei allen Leuten funktioniert. Das ist das Allerwichtigste, was du als Spieleentwickler sowieso haben möchtest. Und es ist nun mal so, dass diese 128 Tick einfach das Doppelte an Ressourcen verbrauchen. Natürlich möchte man sich bei den Serverkosten auch nicht das Rückgrat brechen. Logischerweise kostet das alles deutlich mehr, wenn du die Server halt doppelt so schnell abtasten lässt. Aber der noch größere Nachteil ist eben der, dass Spieler mit schlechterem Setup, also so overall, schlechter PC, schlechte Internet-Connection und so weiter und so fort, für diese Spiele ist ein 128 Tick halt nicht gedacht. Und leider ist es nach wie vor so, dass circa die Hälfte der Gesamt-User noch auf Systeme spielen, die nicht top aktuell sind und die eben Internetleitungen benutzen, die auch nicht super duper sind. Diesen Spielern würde man bei 128 Tick-Servern einen Nachteil aufhalsen. Und da es bei dieser ganzen Geschichte, also weswegen man von 64 auf 128 geht, auch nur um ein paar Anomalien geht, also um ein paar winzige Prozentpunkte, die man damit fixt, ist es eben auch eine riesige Ressourcenverschwendung, dann halt für die Serverbetreiber. Und genau hier kommt Subtick um die Ecke und rettet den Tag. Grundsätzlich ist es aktuell so, dass die CS2-Server auf 64 Tick laufen. Das heißt, die Abtastrate, also wie oft der Server dann mal schaut, so wer steht denn jetzt wo, wo wird gerade hingeaimt und wer drückt welche Taste, das ist nach wie vor 64 Mal die Sekunde, also ca. 16 Millisekunden schnell. So, jetzt will man aber natürlich nicht, dass die Schüsse, so wie in Go, verloren gehen können. Und genau da setzt Subtick an. Subtick arbeitet einfach zwischen den Ticks und schaut, was hat der Spieler 1 zum Beispiel gerade gemacht und was war bei ihm zu sehen. Bei der ganzen Sache geht es natürlich nach wie vor um den Game State. Der Server läuft irgendwo, berechnet alles und auf dem Server ist das Spiel mit allen Positionen der Spieler und wo sie hinnehmen und so weiter und so fort. Und diese Information muss ja immer wieder an die Klienten, also an die Spieler gesendet werden. Und diese Spieler haben logischerweise nicht alle dieselbe Internetgeschwindigkeit, nicht alle denselben guten PC und so weiter und so fort. Man will aber diesen Slogan, you see what you get oder you get what you see, ich weiß gar nicht mehr, wie rum es war, umsetzen. Und Subtick macht das eben genau möglich. Wenn du bei dir in der Millisekunde eben, in der du schaust und jemanden siehst, bei dir ist also dann jemand im Fadenkreuz und du drückst einfach mit linker Maustaste ab, bist aber zwischen den Ticks, dann erstellt der Server mehr oder weniger ein Abbild, einen kurzen Snapshot, zack, bumm, und merkt sich, gerade eben hat der Spieler 1 gelinksklickt und er hatte gerade Spieler 7 im Visier. Und beim nächsten Tick wird diese Aktion dann rückwirkend aktiv. Und dann geht der Kill rein. Der große Unterschied zwischen CSGO und CS2 ist somit, dass bei CSGO dein Linksklick im nächsten Tick des Servers angenommen wird und dann auch verarbeitet wird an dieser Position. Da wurden unter anderem Tests gemacht, wo die Server-Tickrate einfach ganz runtergeschraubt wurde und du linksklickst mitten auf den Kopf von einem Feind, ziehst aber die Maus dann nach rechts weg und durch die Verlangsamung des Server-Ticks erkennst du, dass nicht der Headshot zählt, der aber eigentlich da war, sondern dass erst nach dem Wegziehen abgedrückt wurde. Das heißt, der Server verarbeitet die Daten dann erst im nächsten Tick. Und so können eben Schüsse verschluckt werden, verschwinden. Einfach, die sind dann einfach weg, die werden nicht registriert. Bei CS2 ist es so, dass der Schuss registriert wird, dann kommt der nächste Tick und dann wird der Schuss rückwirkend eingesetzt, nach vorne hin, also praktisch wieder in den Tick davor. Und das ist eben einer der größten Unterschiede zwischen CSGO Tickrate und CS2 Subtick. Bei Go wird es immer danach bearbeitet und durch das Subtick-System bei CS2 davor. Darum fühlt sich CS2 vor allem bei den First Shots auch so akkurat an. Das Gute an diesem Subtick-System ist also, dass deine Schüsse nicht verloren gehen können. Was aber natürlich dann sehr negativ da reinspielen kann, ist, wenn deine Latenz nicht passt. Dann wird das Ganze logischerweise so ein bisschen über den Haufen geworfen, wobei die Problematik grundsätzlich bei jedem Online-Shooter geschieht. Aber es können dann eben Dinge geschehen, die ein bisschen off aussehen oder sich off anfühlen. Du bist zwar drauf und schießt auf den Knilch und dann dauert es aber kurz und länger, als der Tick eigentlich dauern würde, so vom Feeling her. Und erst dann fällt der Gegner um oder macht dann plötzlich einen Backflip oder sowas und man denkt, oh, habe ich überhaupt gerade getroffen. Du hast dann zwar das, was du gesehen hast, bekommen, aber mit einer leichten Verzögerung durch die Latenz. Ja, und das kann natürlich halt dann einfach ein bisschen merkwürdig aussehen. Du sprayst über einen drüber und bist schon gar nicht mehr so richtig auf ihm drauf und auf einmal geht der Headshot rein. Es ist schön zu wissen, dass man getroffen hat und es ist schön, dass der Treffer eben auch stattgefunden hat und nicht einfach
wie es bei Go passieren konnte, verschwunden ist. Aber es gibt dem Spielgefühl natürlich so eine leichte Delle. Und dadurch erklären sich dann eben auch diese Sachen, dass man hinter der Wand stirbt. Es ist wie gesagt nicht möglich, den Game State des Servers immer sofort zu haben. Das geht nicht. Du hast ja Internet dazwischen, das dauert eine Weile. Du hast die Verarbeitungszeit in deinem PC dazwischen. Du musst gucken, was für eine Refresh-Rate dein Bildschirm hat, wie gut dein Bildschirm ist und so weiter und so fort. Also niemand hat denselben Game State. Und ja, dadurch kommen diese merkwürdigen Sachen zustande, dass du schon hinter der Wand bist, aber trotzdem noch stirbst. Das liegt dann also einfach daran, dass du durch dein anderes System einen anderen Game State hast, als der, der dich sieht. Du bist schon hinter der Mauer, der andere sieht dich aber bei sich, gibt dir einen Headshot, Subtick erfasst diesen Headshot, den er rechtmäßig ja auch getroffen hat, und dann kriegst du den Headshot. Kurze Zeit darauf. Ich weiß, solche Sachen hatte man auch in Go, dass man ja eigentlich schon hinter der Wand war und hin und her und pipapo, aber bei CS2 ist das halt nochmal einen Ticken weiter hervorgehoben, beziehungsweise war vor allem am Anfang hervorgehoben, weil auch die Animationen ein bisschen verlangsamt waren. Mit dem letzten Update wurde da einiges nochmal angepasst, dass das dann nochmal besser stimmt, also visuell wie auch auditiv, dass die Geschichten eben synchronisiert sind. Das heißt, es sollte jetzt noch viel weniger merkwürdig aussehen oder sich merkwürdig anfühlen. Aber ja, so ist die ganze Sache eben erklärt. Viele CS-YouTuber, unter anderem auch die, die ich verlinkt habe in der Videobeschreibung und ich auch, sagen, dass dieses neue System auf jeden Fall das Fairness-Level um ein gutes Stück anhebt. Denn jeder hat nun mal genau dann in der wichtigsten Phase des Spiels, und zwar bei den Schüssen, genau das, worauf es ankommt. Und zwar passiert eben das, was du siehst. Du siehst jemanden, du schießt jemanden an, dein Schuss fliegt dann auch dementsprechend los und wird nicht verschluckt. Und wenn du zum Beispiel eine etwas schlechtere Leitung oder einen etwas schlechteren PC hast, kann es eben auch sein, dass dir das Ganze so ein bisschen in die Hand spielt, weil der Game State etwas später bei dir ankommt und du aber halt trotzdem den Gegner siehst und reagierst und der Kill zählt. Klar ist es auch wichtig, dass wenn ich in Deckung gehe, dass ich sie noch 5 Sekunden bei dem anderen irgendwie auf dem Bildschirm rumhampel und noch nicht in Deckung bin, er mich einfach noch ewig lang danach killen kann. Wobei es hier natürlich nicht um Ewigkeiten geht, sondern um Millisekunden. Das Hauptthema ist somit geklärt, also was ist Tickrate überhaupt, wo liegt der Unterschied zwischen 64 und 128 Tick und wo liegt der Unterschied zwischen dem alten CSGO Tick-System und dem neuen CS2 Subtick-System. Und auch das Resümee war in den letzten paar Minuten eigentlich schon zu vernehmen. Also du hast mit Subtick eine genauere Schussannahme. Das, was du siehst, das bekommst du auch. Außer du hast natürlich irgendwelche Hardcore-Super-Duper-Lags, aber dann trifft man nirgendwo irgendwas, das ist ja logisch. Man hat eine erhöhte Fairness, weil Game-State-Updates eben auch bei langsamen Systemen und langsameren Internetleitungen dann trotzdem durchgehen. Und grundsätzlich können wir uns sicher auch über einige Updates des Subtick-Systems noch erfreuen, die in Zukunft dann kommen werden. So, is CS2 Subtick better than CSGO? Well, in terms of just shooting and responsiveness, yes. It's hard to argue against Subtick because the exact time of your action is recorded, so shooting will feel super responsive. But there's still a noticeable delay for the server to show the results of the kill, whereas CSGO doesn't have this delay. And about this whole tick rate drama, we need to look at it from a new perspective. Subtick is working, so let's not get too hung up on numbers and specs. I'll make this bold claim because I'm pretty sure I'm right here. When it comes to processing player inputs, a CS2 64 Tick server is more accurate and reliable by a lot than a Global Offensive 128 Tick server. The negative to CS2 64 Tick is in the feedback the player gets. I think this is a great idea, and I'm kind of shocked that it isn't the standard. I'm sure the technology is more complicated than that, but that's my simple understanding of it. Hier am Ende kommen noch ein paar Infos, die einige womöglich noch interessieren könnten. Zuallererst mal zu den Bunny Hops. Nach einem Update ziemlich am Anfang haben Spieler wie Robs gesagt, dass sich die Bunny Hops wieder wie auf einem 128-Tick-Server anfühlen. Dabei haben sie auf einem 64-Tick-Server gespielt. Das ist eben auch die Subtick-Geschichte, weil zwischen den Ticks die Bunny Hops gelesen werden und nicht verschluckt werden, was bei einem 64er halt dann passieren kann. Das war anfangs nicht, wurde dann nachgereicht. Wie gesagt, wir werden sicherlich noch einige Updates in der Hinsicht erleben. Und was wir sicherlich auch erleben werden, ist, dass diese 128 Tickrate-Geschichte als Marketing-Gimmick langsam vor die Hunde gehen wird, beziehungsweise einfach verschwinden wird, weil es nicht mehr notwendig ist. Es ist nicht mehr wichtig, den Server auf so einer hohen Tickrate fahren zu lassen. Dadurch rechne ich aber nicht, dass Seiten wie eSportal und Co., also externe Matchmaking-Anbieter, irgendwie obsolet werden. Ich denke, die Spielerzahlen werden etwas schwanken, aber overall haben diese externen Seiten ja nach wie vor noch Vorteile
gegenüber dem normalen CS-System, wie zum Beispiel, dass du halt einfach extern wo spielst, das heißt, du musst dich extern irgendwo anmelden. Die meisten Cheater haben keinen Bock auf sowas, also dödeln sie halt im Matchmaking rum. Du hast ein extra Anti-Cheat oder ein eigenes Anti-Cheat und so weiter und so fort, Tournaments, pipapo. Hier noch ein kleiner Einwurf zum Game State. Der Game State, also das, was auf dem Server halt gerade stattfindet, ist nicht gleich das, was man sieht, sondern das, was man sieht, ist immer die eigene Variante, das, was man selbst eben gerade über seine Leitung und über seine Grafikkarte und über den Bildschirm und so weiter und so fort genudelt bekommt. Genau das ist das, was man selbst sieht. Das hat aber nichts mit dem Game State an sich zu tun, was wirklich gerade im Spiel stattfindet. Es ist nur eine Annäherung, die natürlich versucht, so nah wie möglich am Game State zu sein, aber alleine schon von der Internet-Connection her ist sowas natürlich gar nicht möglich, dass man exakt den 100%igen Game State am Start hat. Es gibt noch dieses Maus-Input-Problem, zu dem unter anderem auch Trilux ein Video gemacht hat. Das nannte sich, glaube ich, warum CS2 Pay-to-Win ist. Da gibt es noch zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Erstens, ein Tipp. Tests haben ergeben, dass es hilft, sein Spiel so oft wie möglich neu zu starten, um dieser Maus-Input-Problematik entgegenwirken zu können. Und zweitens ist der Titel sicherlich aufreizend. Ich hätte den genauso gewählt, aber natürlich muss man erwähnen oder sollte man erwähnen, wahrscheinlich hat Trilux es auch erwähnt und ich hab's dann nur nicht mitbekommen, dass jedes Spiel logischerweise so ist. Also jeder, der eine bessere Leitung als die anderen hat, hat einen Vorteil. Jeder, der ein besseres Setup hat als die anderen, hat den Vorteil. Nicht nur in CS2, sondern in jedem Online-FPS. Also das ist ja ganz klar. Wenn du eine absolute Möhre hast, einen uralten PC, dann wirst du nicht so gut performen können, als wenn du einen richtig krassen Gaming-PC hättest, mit allem drum und dran natürlich, fette Gaming-Maus und so weiter und so fort. Also ich habe hier neben mir für die normale Arbeit, die nichts mit dem Zocken zu tun hat, eine so eine Standmaus, so eine Rentnermaus, und die hat eine Abtastrate von, das steht gar nicht drauf, also die ist absolut schrottig. Wenn ich damit einen Flick versuche, bleibt mein Fadenkreuz einfach stehen, weil die Maus es nicht rafft. Das ist natürlich ein ziemlich krasses Beispiel, aber das soll eben nur verdeutlichen, dass es logischerweise in jedem Online-First-Person-Competitive-Shooter genau darum geht, wie gut dein System ist, wie gut deine Hardware außen ist, die externe Hardware, die interne Hardware, natürlich auch die Software und wie dann schlussendlich deine Internetleitung halt ist. Es fand gerade zu CSGO-Zeiten nicht selten statt, dass jemand bei uns in den Streams, in den Low-Games mitgespielt hat, solange er noch einen sehr schlechten Rechner hatte und dann plötzlich mit einem neuen Rechner aufgestiegen ist ins High-Game, Neon Darky. Oh. Wer mit 60 FPS oder weniger spielen muss, der hat logischerweise einen Nachteil gegenüber denen, die mit viel, viel mehr spielen. Aber das ist halt in jedem Spiel so, nicht nur in CS2, weil du halt grundsätzlich einfach diese riesige Hürde hast, dass dein System dich ausbremst, wenn es schlecht ist. Oder dass deine Leitung nicht ausbremst, wenn sie schlecht ist. Ich kann davon aktuell ein Lied singen, weil ich ja aufgrund gewisser Umstände nach wie vor mit LTE arbeiten muss. Und wenn mein Ping mal auf 800 hochschießt, ja, dann bringt mir der krasseste PC natürlich auch nichts mehr. Weil bei mir dann halt das Spiel stehen bleibt. Beziehungsweise bei mir läuft alles weiter und dann steht's kurz und dann bin ich tot, ganz woanders. Das ist halt einfach dumm gelaufen. Würde aber so logischerweise auch in CSGO, in Counter-Strike Source oder in Halo passieren. Ach ja, und was ich in der Hinsicht bezüglich der Tickrate auch noch gehört habe, ist diese Peakers Advantage. Das ist ja auch eine Sache, über die viele sprechen. Manche wissen, was es bedeutet, andere sagen nur, ach scheiß Peakers Advantage, aber wissen nicht so richtig, was dahinter steckt. Die ganze Sache ist anhand dieses Subtick-Systems recht leicht erklärt. Ein Spieler zieht um die Ecke, also geht pieken und sieht dann den Feind. Das bedeutet in dem Fall für diesen Spieler, dass er jetzt dann einfach abdrücken kann, denn da ist ja ein Feind, auf den schießt er jetzt. Bei dem anderen ist es so, dass der Feind ja erstmal um die Ecke kommen muss, bevor er ihn sieht, und hierbei kann es eben auch zu Unterschieden kommen. Denn bei dem Attackierenden, also bei dem Peaker, der um die Ecke zieht, ist es so, dass er seine Eingaben macht, die werden wiederum halt an den Server weitergereicht, der nächste Tick kommt, der Server erkennt, okay, er hat vor 7 Millisekunden D gedrückt, und ein bisschen weh und mit der Maus so ein bisschen rumgewackelt und geht jetzt gerade voll um die Ecke. Und es kann sein, dass es bei dem anderen dann noch gar nicht so weit ist. Beziehungsweise halt einfach nicht so extrem weit wie bei dem Attackierenden. Möglicherweise sieht Spieler 2, auf den geschossen wird, den anderen Spieler auch schon. Aber erst zu 10%, so ein bisschen die Schulter oder sowas. Wohingegen bei dem anderen Spieler, wenn er im vollen Sprint war, fast der ganze Körper schon um die Ecke ist. Das ist dieses Peaker's Advantage. Wer zuerst reingeht und sich dabei halt beeilt, der kann sich daraus einen Vorteil ziehen. Natürlich ist sowas trotzdem nicht so einfach, denn bei besseren Spielern kommt trotzdem der Ton, vor allem wenn jemand rennt, eigentlich zeitig genug an, dass er schon mal sein Fadenkreuz in die richtige Richtung bringt. Und wenn man als, ich sag mal,
ja, mittelguter Spieler schon jemanden rennen hört, dann schießt man halt auch vielleicht einen Ticken früher. Also man schießt dann nicht zwingend, sobald man den Gegner dann vollkommen sieht oder er fast vorbei ist, sondern vom Sound her schon so, dass man kurz bevor er dann so einen Millimeter um die Ecke kommt, anfängt zu schießen. Und dann kriegt er auf jeden Fall halt den Frack voll, das ist klar. Jetzt sollte ich eigentlich alles haben, was zu dem Thema gehört. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Schaut euch auch gerne die Videos der anderen YouTuber an, die ich verlinkt habe. Ich weiß, dass manche mitunter recht lang sind, vor allem der Deep Dive in diese CS2-Maus-Probleme. Das Ding geht 38 Minuten. Es ist aber sehr, sehr interessant und darauf bauen dann wiederum andere Videos auf, wie das von Trilux. Wobei ich das von Trilli Vanilli hier gar nicht gelistet habe, weil ich von ihm halt nichts genommen habe. Aber bei Trill kann man natürlich auch vorbeigucken, klar. Ja, ich hoffe, ich konnte die ganze Sache so klar und deutlich wie möglich ausdrücken. An sich ist es ja auch kein großes Hexenwerk. Und bedanke mich dann hier bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da können wir auch gerne über die ganze Sache schnacken, so wie ihr Zeit und Lust habt. In den Streams könnt ihr mit mir gemeinsam reinzocken und euch Giveaways wie zum Beispiel diese leckere Geschichte hier abholen. Oder sowas hier. Oder dann sogar bald diese hier. Aber da warte ich noch drauf, bis mein Internet wieder gescheit ist, weil das ist dann was Größeres. Da habe ich keinen Bock auf die verschissenen Lecks. Also kommt dran, ich freue mich, lasst's krachen und bis dann. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.